Joes Rede an die Manus. Entzieht euren Geist Lukas Beeinflussungen. Gebt seinen Reden keine Beachtung mehr. Ihr habt gewaltige Schöpferkräfte, die Luca für seine Zwecke missbraucht hat. Ihr habt manifestiert, was er wünschte. Stellt euch ihm nicht mehr zur Verfügung. Lasst euch nicht länger von ihm beherrschen. Übernehmt selbst die Führung eures Geistes, eurer Absichten und Emotionen. Achtet auf eure Worte und Taten. Besinnt euch auf das Wohl aller Wesen. Nicht Luca ist euer Meister, sondern ihr selbst seid große Meister. Ihr seid Götter und Schöpfer des Lebens. Eure Beobachtung ist schöpferisch. Eure Aufmerksamkeit und Absicht hat gewaltige Manifestationskraft. Eure Gefühle sind Instrumente der Schöpfung. Richtet euren Blick auf die Ordnungen des Lebens und beachtet, wie die Schöpfungen des Lebens gestaltet werden. Ändert euren Sinn zum Wohle aller Lebewesen und der Einheit. Erinnert euch, ihr wart glänzende, herrliche Lichtschöpferwesen von atemberaubender Schönheit und Weisheit. Ihr wart die hellsten und schönsten unter uns allen, in allen Dimensionen. Wir haben euch ausgewählt, weil ihr die fähigsten unter euch wart. Erinnert euch, ihr selbst seid mächtige Schöpfergötter und Meister der Materialisierung. Die meisten Manus folgten Joes Worten. Sie gelangten wieder in ihre wahre Präsenz und konnten nun den ehemals übernommenen Auftrag wieder übernehmen und vollenden. Die Wahrheit über ihr verhaftiges Sein, die Luca jahrtausende lang unterdrückt und verborgen hatte, befreite sie dazu, ihr gesamtes göttliches Potenzial in ihrer physischen Existenz zu entfalten und auszudrücken. Als die Wellen des Erwachens überall auf dem Planeten die lichten Energien in die Erde strömen ließen, atmete Gaia auf. Durch die Kraft der Schwingung, welche die Manus nun erzeugten, konnte Gaia Lukas künstliches Magnetfeld von innen her abschwächen. Dadurch gelangten große Mengen von der Lichtenergie des galaktischen Frühlings aus den Dimensionen auf den Planeten. So geschah eine Kettenreaktion, ausgelöst durch das Erwachen der Manus aus der hypnotischen Sklaverei unter Luca. Gemeinsam installierten sie die gesamte eingestrahlte Lebensenergie aus den Dimensionen, sodass der ganze Planet in eine neue, höhere Schwingung versetzt wurde. Und das von Luca installierte Magnetfeld brach nun vollständig in sich zusammen. Die zweite Zeitlinie. In dem Moment, in dem das Magnetfeld zusammenbrach, tat sich, zunächst völlig unbemerkt, eine neue zweite Zeitlinie auf. Auf dieser neu entstandenen Zeitlinie wurde Gaia wiedergeboren. Nun hatte sie eine Zukunft, in der erneut Leben in Frieden und Einklang möglich waren. Parallel existierte aber auch Mania auf der ursprünglichen Zeitlinie unter Lukas Herrschaft weiter. Beide Zeitlinien existierten parallel nebeneinander und beeinflussten sich gegenseitig. Es gab sozusagen am selben Ort im Korridor zum Hades zwei Planeten, Mania, Lukas Einflussgebiet, und Gaia, die damals, als Luca die Macht übernommen hatte, untergegangen war und nun in ihrer ursprünglichen Schönheit und Kraft wieder auflebte. Die Manus sowie die Wesen, die inzwischen aus dem Hades inkarniert waren und sich nach der Rückanbindung an die Lebensquelle sehnten, fanden sich zunächst unbemerkt auf der neu erschaffenen Zeitlinie auf Gaia wieder und gingen dem galaktischen Sommer und der Heilung von Gaia entgegen. Diejenigen, die weiterhin an Lukas Propaganda glaubten und keine Alternative zu seinem Machtsystem anerkennen wollten, blieben weiterhin auf der alten Zeitlinie für Mania unter der Gewalt von Luca. So durchmischten sich in dieser Übergangsphase die verzerrten, dunklen Schwingungen von Mania und die lichten Schwingungen von Gaia. Die Manus schienen auf demselben Planeten zu leben und doch befand sich der eine bereits auf Gaia und der andere befand sich noch auf Mania unter Lukas vollem Einfluss und seiner Tyrannei.
Mania ging weiterhin auf die von Luca vorbereitete Zukunft zu. Diese hielt die seit Tausenden von Jahren angekündigten katastrophalen Kriege mit großen Umweltkatastrophen sowie die vollständige Unterwerfung aller Wesen unter Maschinen bereit. Anfangs hatte die Zeitlinie Lukas noch großen Einfluss auf das Leben in der neuen Zukunft auf Gaia. Nur waren die Auswirkungen abgeschwächt und nicht so gravierend wie auf Mania. Und ich glaube, da sind wir im Moment. Im Buch geht es noch weiter und es wird noch berichtet, wie letzten Endes der Korridor sich wieder auflöst und auch Luca und seine Gefährten wieder zur Quelle zurückkehren. Aber ich fand es nur wichtig, bis hier zu lesen, weil das ist meiner Meinung nach das, wo wir gerade sind. Ich danke euch und ich freue mich, wenn euch die Geschichte gefällt und ihr das Buch von Katharina Lirose, Entdeckung der Wirklichkeit, Wir sind Götter, kauft.